Mir ist es halt eigentlich wichtig, wirklich, dass man den Jugendlichen Möglichkeiten aufzeigt für die Zukunft, dass sie auch genau das eigentlich machen, wo sie auch ihre Fähigkeiten haben. Kinder heutzutage lernen in der Schule alle Basiselemente wie Rechnen, Schreiben und so weiter. Was aber nicht lernen, ist eigentlich mit Technik umzugehen, neue Sachen zu kreieren, basierend auf ihrem Wissen. Die ETH unterstützt diese Summercamps, weil wir wollten die Fantasie in den Kindern erwecken und auch, dass sie wirklich herausfinden, spüren, dass Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft und ein bisschen Technik für sie ganz spannend sein wird als ein Studium oder auch in zukünftigen Jobs. Wir stellen die Rosetta-Mission nach und den Roboter programmieren, dass er bestimmte Sachen macht, wie zum Beispiel der Linie folgen. Nachher haben wir da so eine Bahn, haben die Leute gemacht für uns, und müssen wir die nachher das programmieren, dass die Bahn fahren tut. So sieht überhaupt der Roboter aus und später tun wir ihn dann auf den Parcours. Auf einem Programm kann man es eintippen oder mit den Blocks machen und dann, wenn man es gut programmiert hat, macht er das, was man will. Und dann müssen wir es halt einfach mit dem Kabel alles, was wir programmiert haben, auf dem Computer, auf den Thymio überspeichern. Ich hoffe, die Kinder haben jetzt gemerkt, dass Technik etwas absolut Faszinierendes ist und nicht nur passiv, also man tut Technik nicht nur konsumieren, man kann wirklich etwas bewirken, indem man Technik selber versteht. Wir waren auch immer am Austesten. Jetzt hat es heute manchmal nicht funktioniert. Es war halt eine Niederlage für uns, aber jetzt hat es funktioniert und jetzt freuen wir uns. Sie mussten damit lernen umgehen, dass man nicht rauskommt und dass es nicht alles funktioniert und dass es zum Teil auch schwierig ist, die Probleme zu lösen. Und mit der Zeit hat einem aber gedacht, ist dann das langsam so ein bisschen in Schwung gekommen und die Erfolgserlebnisse haben sich auch eingestellt. Und ich glaube, jetzt sind sie recht zufrieden, jetzt, wo die Mission erfüllt ist. Die Anführer Technik eigentlich. Also nicht nur mit dem Handy gamen, sondern halt eben ein bisschen weitergeht. Und schön war eben, als er jeden Abend eigentlich heimkam und ein Lachen im Gesicht hatte. Also Innovation ist der absolute Antriebsmotor von unserer Wirtschaft. Der Kanton Zürich ist seit je und je her angewiesen auf diese schlauen Köpfe. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft dort bleiben können, wo wir jetzt sind. Ja, der Innovationspark unterstützt mit Herzblut und aus Überzeugung die Camps, weil es genau das ist, was wir wollen. Das sind aber vor allem junge Leute, die wir da erreichen können. Und das sind Forscherinnen und Forscher von der Zukunft, hoffentlich hier auf dem Innovationspark. Danke.